Nonviolent Peace Force ist ja eine neue Organisation, in der viele Erfahrungen aus den letzten 30 Jahren einfließen sollten. Kannst du das Neue an Nonviolent Peace Force kurz beschreiben? Das Neue an Nonviolent Peace Force ist, also es gibt mehrere neue Dinge, aber das eine entscheidende Neue in meinen Augen ist die Definition des Mandates. Nonviolent Peace Force versteht sich als unabhängige, überparteiliche Organisation, die also keine Solidaritätsarbeit macht, sondern eingreift in Konflikte mit dem einzigen Ziel des Schutzes von Zivilistinnen und Zivilisten vor militärischer Gewalt. Damit ist das Mandat breiter als das Mandat von Organisationen, die sich auf den Schutz von einzelnen Menschenrechtsaktivisten zum Beispiel konzentrieren, sondern es geht dabei um ganze Gemeinden, gesamte Regionen, wozu dann auch gehören Aufgaben wie die Entwicklung von Frühwarnsystemen vor Ort, wie die Training im Schutz von Menschenrechten, von Kinderrechten gegen gravierende Verletzungen von Menschenrechten und so weiter. Und Nonviolent Peace Force ist ja von der Idee her breiter und größer angelegt. Nonviolent Peace Force hat das Ziel, hatte es und hat es weiterhin in der Lage zu sein, auch große Zahlen von Friedensfachkräften zu entsenden, die tatsächlich einen Unterschied in einem Gesamtkonflikt leisten können. Das Ziel ist bisher noch nicht erreicht, muss man sagen. Die Zahlen der Mitarbeitenden in den Projekten ist vielleicht zusammengenommen, also eine Höchstzahl etwas 100, über 100 oder so etwas pro Projekt, mit auch schwankenden Zahlen. Das sind noch nicht die Zahlen, von denen man bei der Gründung von Nonviolent Peace Force gesprochen hatte. Da ist auch wiederum die Frage erneut der Finanzierung bzw. der Unterstützung dann auch durch große Geldgeber staatlicherseits wie Europäische Union oder die Vereinten Nationen oder entsprechende Organisationen, die dann tatsächlich in der Lage sind, einen zu helfen, solche großen Zahlen auch verantwortlich einsetzen zu können. Ein weiterer wichtiger Unterschied von Nonviolent Peace Force ist, dass das Personal von Nonviolent Peace Force international zusammengesetzt ist. Es ist keine Organisation, in der Menschen aus dem Norden in den globalen Süden gehen, sondern die meisten Mitarbeitenden sind selbst aus dem globalen Süden und vor allem auch sehr viele Mitarbeitende aus dem jeweiligen Land selber, wo die Aktivität stattfindet, die selber als einheimische Peacekeeper zusammen mit den internationalen wirken.